Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss, was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Ich kann mich dunkel erinnern, das wird auf jeden Fall lustig. Also wahrscheinlich eher für euch, anstatt für mich, weil, ja. Ich weiß ganz gut, was uns erwartet. Das Ding ist, meckert er uns jetzt voll, wenn ich über 60 fahre? Ich freue mich schon richtig darauf. Ist schön. Ja, der kann bestimmt gut kochen. Wenn ich was echt Sizilianisches will, gehe ich zu ihm. Und Käse hat er unbeschreiblich. Wow. Luigi ist ein guter Mann, aber Pepe ist ein echter Meister. Ich weiß nicht, war das vorher auch so, dass man die Stimme so schlecht verstanden hat, wenn wir gefahren sind? Das Ding ist... ich weiß nicht. Ich würde halt gerne schneller fahren, weil die Karre halt auch schneller fahren kann. Weil, würden die Bullen den Don anhalten? Wegen Verkehr oder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung? Kann ich mir bald gar nicht vorstellen. Das traut sich doch bestimmt keiner. Ja, aber ihr seht vielleicht an meinem nervösen Finger hier, dieses nette Symbol. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde halt viel gerne schneller fahren und das Ding oder die Karre kann auch schneller fahren. Lässt sich übrigens eigentlich für das Spiel ganz gut steuern. Da kann ich mal nicht mehr ran. Und ich habe so den Verdacht, ich habe mich, glaube ich, im Satz abgeschnitten, aber ich wusste halt nicht ganz genau, wann hier die schöne Stelle kommt, weil ich möchte euch das... Wow. Halt echt nicht antun, auch ständig diese Ladebildschirme zu haben. Weil ich glaube, an einer normalen 20-Minuten-Folge muss ich mindestens 23 Minuten aufnehmen, dank der Ladebildschirme. Und das kommt halt ständig und das nervt. Ich glaube, am Ende sollte ich wirklich mal so ein Fazit ziehen, wie lange, also so pro forma, vielleicht hat das auch ein bisschen länger gedauert, aber wie lange ich ungefähr eigentlich mit Wartebildschirm verbracht habe. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich das mal machen. Endlich. Ich habe einen Bärenhunger. Hallo, Don Salieri. Pepe, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf deine Spezialitäten freue. Fantastisches Essen, Pepe. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Mille grazie, Don. Lob von einem Gourmet wie Ihnen erfüllt mich stets mit Freude. Oh, bitte. Ich bin kein Gourmet. Wenn du wüsstest, was ich gestern zu Mittag hatte, würdest du das bestimmt nicht sagen. Kann ich Ihnen noch etwas bringen, Don? Ich habe einen exzellenten Chianti. Wirklich? Dann bring ihn her, Pepe. Sofort, Sir. Wie hat es dir geschmeckt, Tom? Es war großartig, Boss. Ich muss einmal mit Sarah hierher kommen. Oh ja, das solltest du wirklich tun, Tommy. Pass nur auf, dass du Sarah nicht beleidigst. Sie kocht schlechter als Pepe. Ah!
Was zum Teufel ist los? Das ruiniert mir das Mittagessen. Morello hat wohl nichts Besseres zu tun. Sie hätten mich den Wein probieren lassen können, Cafu. Wirf ihm sein Geschenk rein, Joey. Am besten wir räuchern ihn aus. Für Sie zu arbeiten wird nicht langweilig, Boss. Was hast du gesagt? Meine Ohren pfeifen noch von der Explosion. Ja, Boss. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht raus. Versuch, hinter Sie zu kommen, während ich Sie ein wenig unterhalte. Ja, Boss. Seien Sie vorsichtig. Das wird spaßig. Kann ich hier bitte rein? Nein, kann ich nicht. Hier kann ich lang. Ach, das ist... Das Blöde ist, es kann auch wieder dauern. Ja, es geht schon los. Du siehst keinen. Habe ich noch eine andere Waffe? Natürlich nicht. Die schießen sofort los. Hallo? Okay, hier ist keiner. Bin ich überhaupt richtig? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß, dass das auch so eine Scheißmission war, wo ich, ja, doch relativ lang dran gehangen habe. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Okay. Aber weiß nicht, vielleicht habe ich auch Glück und es funktioniert ganz gut. Wow, 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 Alter, Alter, Alter. Warum schießt du nicht? Oh Gott, nein, 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 nein. Ja, habe ich gemerkt, du Sack. Shit. Okay. Muss ich das jetzt alles nochmal machen? Der hat zwischendurch nicht gespeichert. Muss ich mir die Fahrt jetzt nochmal antun? Also wenn das so sein soll, dann schneide ich das natürlich raus, aber... Nee, hat er... Okay. Gut, ich gehe dann mal. Ciao, Boss. Du machst das schon. Ah, Dreck. Ach, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch sonst immer durch eine Gasse geschlichen. Hallo? Wo ist seine Knarre einheimsen? Vorher noch jemand kommt? Ich belasse es mal noch kurz bei dir. Fuck, 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 mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Andere Waffe. Okay, der ist weg. Komm schon. Wo wartet ihr? Hab ich mich damals echt bloß so dämlich angestellt? Visayeri ist tot. Ich habe gerade noch nach unten geguckt, da war doch so noch bei 100 oder bei 80% oder so. Warum ist der jetzt auf einmal tot? Diesmal sag's nicht an meiner Blödheit. Ja, ist schön alles. Dreck. So, Sayeri ist oben, ich bin unten. Alles klar. Nein, Alter, verzieh die Knarre doch nicht so. Komm jetzt her, du Plinz. Die kommt von der anderen Seite, oder? Ja. Okay. Ja, der Drecksack ist aber trotzdem noch weg. Ich hoffe, der steht nicht zur anderen Seite. Das war... Alter, verballer nicht meine Kugeln, Mann! Oha. Wird eng. Wird eng. Ich nehme trotzdem die Knarre, die ist gar nicht so schlecht. So, Sayeri hat da immer noch 100. Vielleicht darf ich auch einfach diesen Weg nicht gehen. Warte, oh oh. Scheiße. Ich hätte vielleicht die andere Knarre nehmen sollen. Aber es wird. Es wird ein bisschen dauern, aber es wird. Hoffe ich. Ja.
Und da ja einige gesagt haben, ich soll mich bei sowas nicht rausschneiden, wenn es zu lange dauert, lasse ich es jetzt einfach mal. Zumindest für die Aufnahmesession, wo ich sagen muss, die wird auch nicht so lange werden. So, raus, raus. Er ist weg. Von da kommt keiner. Übung macht den Meister, Leute. Übung. So, ihr Spacken. Lad mal schneller nach. Er kommt doch von der anderen Seite. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, Alter. Doch, das war richtig, das war richtig. Die Knarre wollte ich gar nicht. Die Knarre wollte ich zwar gar nicht, aber okay. Die wollte ich. Okay, noch geht's gut, noch geht's gut. Ist da keiner mehr? Ich sollte ja vielleicht nicht zu blauäugig rumlaufen. Aber so wie es aussieht, war es das. Und wehe, der Don ist jetzt auf einmal schon wieder tot. Wow, 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 Alter, Alter, Alter. Du Sack. Oh! Oh! Schwenger. Hä? Von wo? Oh, du Dreck. Ernsthaft? So einen dreckigen. Jetzt kommen die alle. Oh, ich muss das von der Seite aus machen. Warte mal, ich habe aber hier was gesehen. Ist hier was zum Healen? Oh! Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Okay, nice. Dem Don geht's noch gut. Mir geht's auch wieder einigermaßen so lala. Jetzt muss ich bloß noch die Typen hier erwischen. Der da so feig hockt, der Drecksack. Fuck. Warte, warte. Hatte ich ihn? Hä? Nein, die Knarre wollte ich doch gar nicht. Oh, ich hab meine einfache Pistole gar nicht mehr. Okay, das sollte es doch jetzt gewesen sein, oder? Nur vorsichtshalber noch ein bisschen Muni mitnehmen. Don, kommst du raus? Kommt der? Muss ich wieder rein? Was? Wie? Wo? 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 Wo ist hier noch jemand? Wir hatten jetzt geschrieben, hab dich. Wo denn, Mann? Ich sehe dich nicht mal, Kunde. Ich gehe mal wieder rein. Vielleicht kann ich ja mit ihm reden. Hä? Hier kann ich nicht durch, ne? Nö. Was hat das Spiel für ein Problem? Oh, gucke mal. Auch schön. Aber... Hä? Wo denn? Also hier ist keiner. Und hier hätte doch auf mich schießen müssen, oder nicht? Wo ist denn hier noch ein? Wow, 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 wow. Von wo? Hä? Von wo denn? Ich habe ihn wieder nicht gesehen. Willst du mich ver... Ernsthaft, Stockwerk oben drüber. Das Blöde ist, ich habe schon überlegt, ob ich da echt die Treppe hochlatsche oder nicht. Aber den... Ja, so. Ja, nochmal raus hier. So, ich habe keine Zeit. So, Clint. Au. Oh, hier kam doch gerade wieder einer, ne? Wo? Hä? Ach Leute, Mann, das lief so gut. Jetzt so eine Scheiße. Oh, ich hoffe, hier kommt jeder von hinten wieder angeschissen.
Ernsthaft, der kommt mich um die Ecke. Oh Gott, nein, 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 nimm die andere Knarre, nimm die andere Knarre. Shit. Wir schaffen das noch. Auch wenn das jetzt wieder länger dauert. Aber wir nur wegen diesem Spaten da oben. Ohne Witz. Es lief so super. Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu schnell. Das ist ja die Scheiße. So, raus, raus. Das hat man ja schon bei ihm gemerkt. So, er ist weg. Ich weiß auch nicht, wo die anderen jetzt her schießen. Kam da gerade einer? Ich habe da irgendwas Blaues da gerade gesehen. Nee, Quatsch, das war ja von... Warte. Das ist wieder der Typ da oben. Wer ist ja jetzt schon? Glaube ich zumindest zu wissen. So. Oh, oh. Nein. Scheiße, jetzt ist der... Das habe ich zu spät gesehen, dass die den gerade voll am Abboxen waren. Dreck. Er hat sich vorhin 0 eingemischt, er hatte noch 100. Hilfe. Das kann doch nicht so schwer sein. So, raus, raus. Ja, Flitzpiepen Johnny steht hier schon bereit, den ich natürlich jetzt nicht treffe. Warum? Hör auf hier deine... Kommst du? Das wird doch wieder nischt. Warte. Okay, schnell, schnell, schnell. Au, 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 au. Hallo, 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 bist du... Hallo, lass mich schießen, Mann. Doch nicht ihn, Mann. Ihn da. Bin ich... Hallo? Ich komme nicht auf die Straße mehr hoch. Oh. Den habe ich übersehen. Läuft. Okay, der hat noch 66. Ich weiß nicht, habe ich ihn? Ist er tot? Er ist tot. Ich gehe wieder rein, weil ich weiß, dass da oben noch so ein Lumpi ist. Nein, das war's nicht. Ich wollte nur vorsichtshalber. Manchmal ist doof. Wir haben es ja gerade erlebt. So. Spargel. Komm her jetzt hier. Wo bist denn du? Au, 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 au. Du bist ein Scheißdreck. So. War's das? Ich muss schon sagen, du hast Mumm, Tommy. Du hast meinen Arsch gerettet. Sie waren auch nicht so schlecht, Boss. Teufel, das war verrückt. Gott sei Dank hat sich Pepe versteckt. Armer Kerl. Ich muss ihm etwas Geld schicken für die Reparatur. Sollten wir... Boss, ich frage mich, woher Sie wussten, wo wir waren. Glauben Sie, die sind uns gefolgt? Ich glaube nicht, Tommy. Ich glaube, ich weiß, wer mich verraten hat. Wer? Carlo, mein Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Er ist der Einzige, der wusste, wohin ich gehen würde. Und außerdem hat er sich für heute krank gemeldet. Er wusste genau, was passieren würde. Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja, das denke ich auch. Ich zerreiße ihn in der Luft wie ein Hund. Carlo wohnt in einem gemieteten Haus in Little Italy. Ein Stück von unserer Bar entfernt. Unten befindet sich eine Pizzeria. Fahren wir hin.